Willkommen zurück zu SFS Kolonie und heute machen wir etwas ganz Besonderes. Und zwar werden wir eine Raumstation bauen. Nicht irgendeine Raumstation, sondern eine, die wir zur Sonne bringen werden. Ja? Eine Raumstation, die sehr dicht an der Sonne vorbeifliegt, mit einem Orbit von 3 Millionen Kilometer an der Apoapsis und 200.000 Kilometer an der Periapsis. Also ein ziemlich elliptischer Orbit, aber an sich ist es quasi nötig, denn man braucht sehr viel Treibstoff, um noch näher an die Sonne ranzukommen. Hier haben wir quasi schon das Escape Pod. Das hat hier ein paar Ionendüsen, Triebwerke und genügend Treibstoff, um aus diesem Orbit zurück zur Erde zu kommen. Ich habe da eine Menge Tests durchgeführt, das sollte auf jeden Fall reichen. Was wir jetzt machen ist, wir bauen eine Station hier außenrum, ja, die wir dann dorthin bringen können. Die Masse quasi ist ziemlich limitiert auf 60 Tonnen, denn also das, was ich getestet habe, mehr können wir quasi gar nicht machen mit der Menge an Treibstoff, die wir an der MS-Kolonie haben. Und daher versuche ich das mal ein bisschen niedrig zu halten. Aber ansonsten bauen wir halt in dieser Folge die Raumstation und in der nächsten Folge bringen wir sie zur MS-Kolonie und danach zur Sonne. Gut, genug geplaudert, bauen wir einfach mal eine Raumstation.
Und da haben wir eine hübsche kleine Raumstation. Ihr seht, ich habe die Masse eingehalten. Wir sind unter 60 Tonnen. Das ist auch ziemlich wichtig. Ihr seht, das ist nichts allzu Komplexes. Es ist relativ simpel gehalten. Viele der Teile habe ich aus meinem aus einem sehr alten Video noch benutzt, wo ich das Station Builder Pack vorgestellt habe. Wenn ich dran denke, packe ich auch einen Link unten in die Videobeschreibung, damit ihr euch das auch mal ansehen könnt. Da ist zum Beispiel dieses Modul hier. Das Modul heißt, ich glaube, Modul Mittel Klein, weil wir hier quasi von der Breite her ein mittleres und dann ein kleines Modul haben, die so aneinander gepackt sind. Dann haben wir hier eine Kreuzung, zwei Solarzellen links und rechts. Hier hatten wir quasi irgendwelche Tanks, die Flüssigkeiten, Gas enthalten, sonst was. Wir hatten Atemlufttanks, aber die haben mir nicht ganz so gefallen, deshalb habe ich neue gebaut. Hier haben wir die Satellitenschüssel, können wir auch mal reinschauen, ist auch relativ einfach. Da hatten wir auch einige, haben mir keine von gefallen, habe ich noch eine neue gebaut. Hier haben wir die Andockluke, ja, und hier wieder unser Crew Escape Pod. Und das bringen wir dann in der nächsten Folge zur MS Colony und anschließend zur Sonne in einem Orbit von 3 Millionen mal 200.000 Kilometern. Und an sich war es das auch mit der Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.